In der Post-Credit-Szene von The Mandalorian Staffel 2 können wir sehen, wie Boba Fett einen alten, dicken Bib Fortuna tötet. Auf Fortunas Brustplatte sind verschiedene Steine eingelassen. Der Schauspieler Bib Fortunas, Matthew Wood, sagte in einem Interview, dass diese Steine verschiedene Regionen auf Tatooine darstellen sollen, die er erobert hat und nun kontrolliert. Da wir jetzt auch offiziell wissen, dass es in The Book of Boba Fett um einen Boba Fett gehen wird, der da Territorien von Unterweltbossen gewinnen will, kann das ein Detail sein, was wir in der Serie noch näher beleuchtet bekommen werden.